Herzlich willkommen bei VulkanTV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor wir in unsere einwöchige Sommerpause gehen, haben wir noch einmal ein vielfältiges Programm für Sie zusammengestellt. Seien Sie jetzt gespannt auf folgende Themen. Flanieren, langer Einkaufsdonnerstag in Fürstenfeld. Kulinarische Reise, Slow Food Travel in der Oststeiermark. Genussvoll, das 10. Schinkenfest in Auersbach bei Feldbach. Festival und Volleyball, Viva la Pampa in Mettersdorf am Sasbach. Kunstvoll, der 11. Kultursommer in Breitenfeld. Neue Sommerserie, Wortgewandt im Dirndlgewand. Einzigartig, auf Schleichwegen unterwegs. Die Fürstenfelder Innenstadt verwandelt sich an 5 Donnerstagen im Sommer zur Einkaufs- und Flaniermeile. Und dabei liegt auch ein Hauch von Urlaubsfeeling in der Luft. Lassen Sie sich jetzt davon verzaubern. Südländisches Feeling, Unterhaltung, Musik, Kulinarik und vor allem langes Einkaufen bis 21 Uhr. All das macht die langen Einkaufsdonnerstage in Fürstenfeld zum zentralen Treffpunkt des Sommers. Selbst der Hauptplatz verwandelt sich zu einem großen Jahrmarkt mit zahlreichen Attraktionen. Das Zentrum präsentiert sich wahrlich von seinen schönsten Seiten und zieht Touristen aus ganz Österreich an. 10 bis sogar 15.000 Leute werden pro Einkaufsnacht in den gefüllten Straßen erwartet. Das Rezept des Erfolges ist dabei ganz einfach, erklärt der Initiator und Urheber der beliebten Veranstaltung. Sie lieben dieses tolle Flair, das die Thermenhauptstadt Fürstenfeld zu bieten hat. Das ist ja fast italienisches Flair hier, natürlich bei diesen wunderbaren Temperaturen im Hochsommer. Und Sie lieben natürlich diese wunderbaren Einkaufsmöglichkeiten hier in der Stadt. Und da kann man natürlich mit der ganzen Familie hier die Einkäufe tätigen. Und selbstverständlich natürlich auch diese Düfte, die hier durch die Stadt sich bewegen. Die Wirte, die bemühen sich natürlich sehr, dass sie diese Kulinarik auch natürlich in den Vordergrund stellen. Auch die Wirtschaft der Thermenhauptstadt wird ordentlich angekurbelt. Nicht nur der Handel, sondern auch die Gastronomie profitiert von den langen Öffnungszeiten und den hohen Besucherzahlen. Für die Konsumenten warten zahlreiche Schnäppchen und Angebote. All dies kann bequem bis 21 Uhr wahrgenommen werden. Die Gastronomen der Stadt kredenzen ihre süßen und herzhaften Köstlichkeiten direkt auf der Straße und laden so zum Sitzenbleiben und Verweilen ein. Naja, ab 21 Uhr, wenn die Geschäfte dann schließen, dann gibt es natürlich hier Unterhaltung und da haben verschiedene Wirte, haben dann verschiedene Bands organisiert. Es gibt an jeder Ecke dann ein bisschen Musik. Just using life. Vor allem zahlreiche Kinderattraktionen machen den Donnerstagabend zu einem Fest für die ganze Familie. Egal ob Karussell, Luftburg mit Rutsche oder spannende Geschicklichkeitsspiele. Für Spaß und Unterhaltung war bestens gesorgt. Je später die Stunde, desto voller die Straßen. Denn die heimischen Musiker erfreuen sich besten Anklangs. Sie sorgen jeweils ab 21 Uhr für beschwingte und ausgelassene Stimmung in den Straßen. Auch in den kommenden Wochen lädt die Thermenhauptstadt zum Flanieren, Stöbern und Verweilen. Noch bis einschließlich 13. August sind die Unternehmen der Innenstadt jeden Donnerstag zum langen Einkauf geöffnet. Im Hartberger Land ist Reisen mit Genuss angesagt. Slow Food Travel ist das Schlagwort, das eine sorgsame Erkundung der Region beschreibt. Wie das geht, konnte man bei einer Präsentation in der Boschmühle in Hartberg erfahren. Der folgende Beitrag wird Ihnen von diesen Sponsoren gewidmet. Hartberg ist reich an Kunst- und Kulturschätzen. Und dazu kommt ein Reichtum an kulinarischen Besonderheiten, die es langsam und bewusst zu genießen gilt. Nun hat die LAG Oststeirisches Kernland mit Partnern aus der Region im Rahmen eines internationalen EU-LEADER-Projektes eine Reihe von neuen touristischen Angeboten geschaffen. Vorgestellt wurde das Projekt Slow Food Travel in der Boschmühle in Hartberg, die auch Teil dieses Angebotes ist. Veronika und Roman Bosch bieten hier Führungen und Spezialitäten aus dem Mühlenladen an. Ja, bei uns gibt es zu sehen die alten Maschinen. Wir sind eine der ältesten Rückschüttmühlen, was es ja jetzt noch gibt. Und jetzt haben wir halt diese Anlage geöffnet für die Besucher. Und sie können nachher bei uns selber ihr Kärntl obermalen
und mit nach Hause nehmen. Und es wird ihnen Getreidekunde erklärt, Mehlkunde wird ihnen erklärt und die Geschichte, wie es halt früher an Mühle ergangen ist. Insgesamt drei ganz besondere Destinationen stehen nun zur Verfügung. Neben der Mühle sind das die Ruine Altschileiten und das Waggonhotel in Anger. Ziel war es, nach der Definition des Slow Traveling von Dan Kieran, die Alltagskultur, das Mitmachen und das Miterleben in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat was mit authentisch zu tun. Das ist das Erste, was ich erwähnen würde. Und der zweite Trend ist dann der Trend zum Ungewöhnlichen, zu ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten wie Leuchttürme oder Waggons oder was auch immer. Und diese beiden Trends wollten wir hier aufnehmen. Unvergleichlich und romantisch ist das Ambiente der Ruine Altschileiten. Hier finden Konzerte und Veranstaltungen statt. Damit auch hier regionale Erzeugnisse angeboten werden können, steht nun ein Genusswagen zur Verfügung. Beim Genusswaggon geht es darum, also der dient uns als Gastronomie bei Veranstaltungen. Unser Waggon wird ausschließlich mit regionalen Produkten geführt, aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft, ich würde fast sagen, also lokal und regional. Einzigartig in ganz Mitteleuropa ist das Waggonhotel am Bahnhof in Anger. Untergebracht ist es in einem geschichtsträchtigen Waggon, der bereits in der Monarchie im Einsatz war. Dennoch muss hier niemand auf Komfort und Gemütlichkeit verzichten. Dafür sorgt schon die Familie Derler vom Angerer Hof gleich gegenüber. Ja, das ist eben das einzigartige in Mitteleuropa Schmalspur-Waggonhotel. Und da finden eben drei Leute Platz zum Schlafen drinnen und steht eben genau gegenüber von unserem Hotel, vom Angerer Hof, und warten jetzt wirklich auf die Bahnfreaks, die was da eben nächtigen können. Die Botschaft ist ganz klar. Nehmen Sie sich Zeit zum Reisen und zum Genießen. Das oststeirische Kernland um Hartberg bietet da besonders viel. Seit 10 Jahren ist Auersbach das Schinkenzentrum Österreichs. Und so lockt auch das Schinkenfest alljährlich viele Besucher an, die hier Kulinarik auf höchstem Niveau genießen. Im Zusammenklang mit der wunderschönen Landschaft ergibt sich hier ein Gesamterlebnis, das seinesgleichen sucht. Das Schinkenfest in Auersbach zieht alljährlich tausende Genießer an. Und geboten wird hier einiges, ist es doch das größte Fest seiner Art in ganz Österreich. Auf 1,2 Kilometer Länge folgt hier eine kulinarische Verführung der anderen. Und im Zentrum steht dabei immer die Genussregion Steirischer Vulkanland Schinken. Eröffnet wird das Fest traditionellerweise am Vorabend mit zahlreichen Gästen und den Mitarbeitern. Diesmal gab es Ehrungen und Auszeichnungen für verdiente Mitarbeiter, die Grundbesitzer und Unterstützer des Kulinarikfestes. Helmut Buchgraber als Initiator des Festes erhielt diesmal die goldene Vulkanlandnadel. Am Anfang beim ersten Schinkenfest war Kulinarik und Regionalität noch ein sehr bescheidenes Thema. Heute ist das, würde ich sagen, ein bestimmendes Thema. Und dass das Schinkenfest in den letzten 10 Jahren vielen Betrieben die Möglichkeit der Präsentation, auch der Öffentlichkeit geboten hat, und so dass hier aus diesem Schinkenfest sehr, sehr große Betriebe herausgewachsen sind. Ich danke Helmut Buchgraber, der das jetzt 9-mal veranstaltet hat, ihm herzlich, und habe ihm heute auch die goldene Ehrennadel des Vulkanes verliehen. Ein Ritual ist jedes Mal das Brennen des Schinkens. Es ist ein ehrenvolles Privileg. Diesmal wurde Bürgermeister Josef Ober dazu auserwählt. Es ist eine alte Tradition, dass beim Schinkenfest immer jemand auserwählt wird, diesen Schinken zu brennen. Heute bin ich überraschenderweise ausgewählt worden. Ich habe nichts gewusst davon und es war für mich eine große Ehre. Er ist aber ganz eindeutig der Hauptdarsteller, der Vulkanlandschinken, so zart geschnitten, dass er auf der Zunge zerschmilzt. Die ideale Ergänzung dazu ist etwa der Caldera-Most oder Wein aus dem Vulkanland. Schon beim Start im Innovationszentrum präsentieren sich heimische Betriebe mit Handwerk und Spezialitäten. Das Schinkenfest ist ein wunderschönes Fest, das genau die Region widerspiegelt. Wir sind eine sehr bunte Region, eine Region, die wahnsinnig viele tolle Produkte auf den Markt bringt, wo wir tolle Produzenten haben. Und
das alles wollen wir bei diesem Schinkenfest herzeigen, was die Region kann, was die Produzenten können und was auch die neue Gemeinde natürlich kann. Ein eingeschworenes Team ist bei der Vorbereitung und der Durchführung des Schinkenfestes mit dabei. Diese Zusammenarbeit macht einen Teil des Erfolges aus. Ich bin stolz darauf, dass das uns in den letzten 10 Jahren gelungen ist, dass die Grundbesitzer immer wieder bereit sind, kostenlos ihr Grundstück zur Verfügung zu stellen, mitzuarbeiten, mitzuwirken und so toll hinter diesem Schinkenfest zu stehen. Auf der kulinarischen Wanderung zur Sternwarte auf den Rosenberg gilt es dann, die Vielfalt des Genießens zu erleben. Für die musikalische Unterhaltung sorgten diesmal nicht weniger als 12 Gruppen. Eine traditionelle Station ist die Sandgrube, zugleich Abenteuerspielplatz für die Kinder. Hier ist Mitzwingen angesagt. Musik im Vulkan lieferte jazzige Klänge. Und die Richtung, auf der man in Feldbach unterwegs ist, stimmt auf jeden Fall. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wenn man einer Region Bedeutung schenkt, dann wird sie bedeutend und wertvoll. Und ich glaube, und das ist auch mein politisches Ziel, diesen Weg, den Seboba eingeschlagen hat, auch kulinarisch, wertvoll, wirtschaftlich, ökologisch und menschlich weiterzugehen. Heiße Beachvolleyball-Action am Tag und stimmungsvolle Rhythmen bis spät in die Nacht. Das alles und noch mehr ist Viva la Pampa in Mettersdorf am Sasbach. Das besondere Flair dieses Festivals erleben Sie im folgenden Beitrag. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Marktgemeinde Mettersdorf am Sasbach. Wenn im Sommer Sport- und Musikbegeisterte ins Schwimmbad nach Mettersdorf pilgern, dann ist es wieder Zeit für Viva la Pampa. Zum 5. Mal öffnete die Landjugend Mettersdorf-Siebing die Pforten zu einem Festival der besonderen Art. Viva la Pampa ist eigentlich schon eine lange Geschichte. Früher hat es ein Sastal Beach gegeben, das war 7 Mal. Heuer haben wir schon das 4. Viva la Pampa. Also unsere Landjugend veranstaltet das wirklich schon über Jahre hinweg. Und immer mit großem Erfolg und immer viel Aufwand, viel Leid. Teil 1 der Veranstaltung war das bereits traditionelle Beachvolleyballturnier. 32 Dreierteams kämpften hier um die begehrte Saastal-Krone. Das Finale des Hauptbewerbes lautete in diesem Jahr Summer Beach Beach Beacher gegen Bahama Papas. In einem spannenden Endspiel setzten sich die Summer Beach Beach Beacher im 3. Satz durch und feierten somit den viel umjubelten Tagessieg. Ja, also mit dem sportlichen Teil sind wir sehr zufrieden. Wir haben 32 Teams, wir haben eigentlich 2 Turniermodusse. Somit auch die Verlierermannschaften scheiden nicht sofort aus, sondern können in den anderen 2. Turnieren Heineken Cup weiterspielen. Und die besten 16 Teams spielen im Hauptbewerb weiter. Somit schauen wir einfach, dass jeder wirklich voll zum Spielen kommt bei uns. Und mit 32 Teams ist unser Turnier schon seit Wochen wieder ausgebucht. Also die Anmeldungen fliegen also herein, kann man sagen. Im Anschluss hieß es Bühne frei für grandiose Musik und tolle Partystimmung unter freiem Sternenhimmel. Die besondere Atmosphäre brachte das Mettersdorfer Festivalgelände zum Beben. Musikalisch haben wir heute 4 Bands, ein VC aus Tirol, dann haben wir Caravan of Sun aus Australien, die Millions of Dreads und Erwin und Edwin. Der Rhythmus des Festivals war sichtlich ansteckend und das einzigartige Flair der Veranstaltung weiß stets zu begeistern. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr stolz drauf, dass die Landjugend Mettersdorf-Siebing immer wieder dieses traditionelle Viva la Pampa hier am Freibad Mettersdorf veranstaltet. Heute am Tag natürlich die besten Spieler der Südoststeiermark haben sich gematcht um den Sieg heute, oder besser gesagt gebaggert. Und heute Abend das traditionelle Viva la Pampa, ich bin überzeugt davon, dass wir heute wieder die Pampa zum Beben bringen werden. Und weil auch das Sommerwetter dem Fest treu blieb, ließ man die südoststeirische Idylle bis in die Morgenstunden hochleben.
bei Viva La Pampa in Nettersdorf. Der Kulturverein in Breitenfeld an der Ritschein ist äußerst aktiv. Nun hat man bereits zum 11. Mal zu den Kulturtagen geladen. Bei der Eröffnung konnte man einen Vorgeschmack auf die Vielfalt des Programms bekommen. Lassen Sie sich jetzt davon überraschen. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Marktgemeinde und dem Tourismusverband Riegersburg. Es war ein tropischer Abend in Breitenfeld an der Ritschein, der perfekt zur Eröffnung des Kultursommers gepasst hat. Zum 11. Mal dient das Pfarr- und Kulturzentrum als Rahmen für das Erleben von Kunst, Musik, Literatur und Kabarett. Musikalisch begleitet wurde der Eröffnungsabend vom Brassensemble der Musikkapelle Breitenfeld. Maria Kropf ist die Obfrau des Kulturvereins, der fest mit Pfarre und Gemeinde verbunden ist. Der Ausgangspunkt war unser Kreuzweg und unser Kalvarienberg, waren unser Kreuzweg und unser Kalvarienberg in Breitenfeld, die baufällig waren. Und da hat sich eine Gruppe gebildet. Und wir haben dann mit dem damaligen Pfarrer die Restaurierung gemacht. Aber es ist bald der Wunsch entstanden, mehr an Kunst und Kultur und auch an Bildung in Breitenfeld zu machen. Im Mittelpunkt des Eröffnungsabends stand die Vernissage der Ausstellung Triebwerk Ausschnitt von Roswitha Dautermann. Ich würde mit Fug und Recht sagen, ich bin eine regionale Künstlerin. Es ist sehr schön, wenn man nicht weit fahren muss und die Bilder zeigen kann. Und es ist jeder Mensch für mich gleich wichtig. Das heißt, ich setze keine Prioritäten, dass ich sage, ich stelle nur dort oder da aus. Es muss der Rahmen passen und der ist im Breitenfeld auf jeden Fall sehr gut gegeben. Die gute Zusammenarbeit der Institutionen und Vereine freut auch Bürgermeister Manfred Reisenhofer. Ja, es bedeutet für uns natürlich sehr viel, weil nicht nur sportlich gesehen hat sich das alles vergrößert, auch kulturell. Wir haben in Riegersburg auch einen Kulturverein. Jetzt im Breitenfeld der Kultursommer macht mich besonders stolz, vor allem weil ich ja enge Beziehung zu Breitenfeld habe. Als vorhergehende Nachbarsgemeinde schon. Immer tolles Programm. Darf noch einmal der Maria Kropf recht herzlich gratulieren zu dem tollen Rahmenprogramm. Und ich bin sehr stolz hier als Pfarrer, dass wir auch einen Kultursommer anbieten der Bevölkerung. Und wir freuen uns, wenn die Menschen das auch annehmen und schätzen. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich von der Ausstellung beeindruckt. Auch das Angebot des Breitenfelder Kultursommers kann man sich freuen, denn hier hat die Kultur ein breites Feld. Ja, gleich nach der Werbung geht's wieder weiter mit unserer Sommerserie Wortgewandt im Dirndlgewand. Diesmal aus Weiz und auf Schleichwegen unterwegs, also bleiben Sie dran. Auch heuer lädt Fürstenfeld zu den langen Einkaufsdonnerstagen in die Innenstadt ein. Die Geschäfte haben für Sie bis 21 Uhr geöffnet und es erwarten Sie tolle Aktionen, ein attraktives Rahmenprogramm und italienisches Flair. Feiern, bummeln und shoppen Sie mit und genießen Sie die stimmungsvollen Abende bei Live-Musik und vielem mehr in der Innenstadt Fürstenfelds. Immer donnerstags bis einschließlich 13. August. Heuer ist es wieder soweit, Mittelalter auf der Riegersburg und zwar vom 14. bis 16. August. Ein Erlebnis für Jung und Alt, bei dem die Riegersburg von Rittern und Burgfräuleins, Gauklern und Narren und vielem, vielem mehr bevölkert wird. Das bunte Treiben auf der Riegersburg vom 14. bis 16. August. Nähere Infos erhalten Sie unter www.feste-regersburg.at. Erleben Sie am 16. August wieder das traditionelle Krusdorfer Berglerleben. Bei diesem außergewöhnlichen Fest erwarten Sie kulinarische Highlights aus der Region, alte Handwerkskunst und volkstümliche Musik. Festlicher Genuss mit zahlreichen Attraktionen. Beim Krusdorfer Berglerleben am 16. August ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.
absoluten Stars der Oberkrainer Musik garantieren puren Oberkrainer Sound. 100% echt, 100% live. Diesmal zu Gast Original Oberkrainer Alfie, die alten Oberkrainer, die jungen Paldauer und noch viele mehr. Am Samstag, den 12. September in Bad Gleichenberg. Tickets sind über die kleine Zeitung bei Ö-Ticket in allen Raiffeisenbanken und im Tourismusbüro Bad Gleichenberg erhältlich. Weitere Infos finden Sie auf www.oberkrainerfestival.at. Für unsere Sommerserie Wortgewandt im Dirndlgewand war Yvonne Sammer diesmal in Weiz unterwegs. Sie hat dort gefragt, wie innovativ die Stadt ist. Wir wünschen Ihnen dabei gute Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Wortgewandt im Dirndlgewand. Servus und herzlich willkommen bei Wortgewandt im Dirndlgewand. Wir sind heute in Weiz unterwegs und wir wollen wissen, was bedeutet Innovation für die Bewohner und Bewohnerinnen. Weiz ist eine sehr innovative Stadt. Was ist für Sie Innovation? Innovation? Das müsst ihr wissen. Hinein? Weiß nicht. Weißt das du? Innovation, dass man was Neues macht oder was anderes oder überhaupt was entwickelt, was Neues eigentlich. Neues Denken, modern sein, neue Einfälle haben. Eine Innovation heißt irgendwelche Neuigkeiten starten, irgendwas Neues starten, was Neues ausprobieren. Neue Ideen entwickeln, ökologische Vorteile aus der Stadt irgendwie nutzen, Solarenergie, sowas irgendwie in der Art. Neu. Aufgeschlossen. Innovation. Ja, Weiz kann man beschreiben. Also jetzt probieren immer was Neues zu machen und irgendwie am Laufenden zu bleiben. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich ziemlich gut. Und mir gefällt das gut. Ja. Innovation ist, wenn man immer wieder Erneuerungen macht, das Alte verbessert. Zum Beispiel den Verkehr in Weiz. Das ist ein Versäumnis der letzten 20 Jahre gewesen, was man jetzt versucht zu neu zu machen. Sind Ihnen in letzter Zeit neue positive Projekte aufgefallen? Ja, eigentlich für den Spielplatz macht er sehr viel. Und die Radeln, das ist eigentlich was das Neueste, was mir aufgefallen ist. Und das Innovationszentrum hier in der Region, ist Ihnen das ein Begriff? Ist mir ein Begriff und das ist auch eine gute Investition auch für die Zukunft, gar keine Frage, ja. Darüber bin ich jetzt nicht ganz informiert. Wo ist das ganz genau? Was passiert dort genau? Ja, da werden neue Produkte vorgestellt, glaube ich. Gell? Hast du schon mal was von dem Weizbike-Projekt gehört? Ja, also da am Hauptplatz, weil ich da eh arbeite, sehe ich immer, dass da die Radeln eigentlich ziemlich alle weg sind am Tag. Weizbike, ich habe davon gehört, aber wisse ich jetzt nicht genau. Also es hat sicher was mit den Radeln zu tun, würde ich mal sagen. Ja klar, das sind die Rent-Bikes dort, wo ist denn das? Bei der Kaprunnerstraße. Ja, habe ich in den Medien mitgekriegt, dass man jetzt sich einfach ein Fahrrad ausborgen kann. Es gibt Fahrräder zum Ausborgen. Mit einer Weizcard kann man das machen und da kann man von einem Ende von Weiz zum anderen Ende fahren. Haben Sie von dem schon was gehört? Ja, das ist eine super Idee, muss man wirklich sagen. Ja, wäre ja auch nützen. Man wird älter, man macht es ein bisschen bequemer nachher. Ja, wir stehen jetzt vom Weizer Innovationszentrum und neben mir begrüße ich Herrn Diplom-Ingenieur Franz Kern. Was bedeutet Innovation für Sie? Innovation ist die Umsetzung kreativer neuer Ideen und Konzepte. Ich denke, ja, da haben wir einiges zusammengebracht. Begonnen mit dem Gemini-Haus. Das ist ein Haus, das sich der Sonne nachdreht. Ein ganzes Haus dreht sich. Es gibt zum Beispiel auch das sogenannte Projekt Hot Ice, also wo man mit heißen, also mit Eis, Horzen und Kühlen. Und dann gibt es zum Beispiel auch das Projekt mit Energy Harvesting, also Energieernten.
Ja, uns ist in der Stadt auch untergekommen das Projekt Weizbike und da haben wir jetzt Herrn Ingo Reisinger. Er ist für Stadtmarketing zuständig und auch Vizebürgermeister und der wird uns jetzt Näheres erklären. Grüß Gott, Herr Reisinger. Weizbike, was ist das genau? Also das Weizbike ist ein neuartiges Fahrradverleihsystem, wo man an verschiedenen Stationen in Weiz, in genau 10 Stationen, 80 Fahrräder ausbauen kann und das Ganze 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das heißt, ich kann von A nach B fahren und wie funktioniert das? Also man kann von A nach B fahren, man kann von einer Station zur anderen fahren, man kann auch kurzzeitig vielleicht wohin fahren einkaufen, kann es auf der anderen Station wieder zurückgeben und funktionieren dort insofern, dass man eine sogenannte Weizcard benötigt. Das ist also eine Handelskarte, die abgegradet wurde in eine Weizcard Deluxe. Und mit dieser Weizcard Deluxe kann man dann insgesamt 3 Stunden in der Woche gratis mit dem Bike fahren und danach gibt es halt eine gewisse Tarifgestaltung. Also ganz einfach, Weizcard Deluxe kaufen, einmalig 5 Euro oder wenn ich es tauschen will, 3 Euro und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Das heißt, ich schnappe mir jetzt einfach ein Bike und fahre damit eine Runde. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal oder vielleicht bald bei Wortgewandt im Dirndlgewand. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Wir tauschen, du nimmst das Bike und ich das Mikro. In diesem Sommer haben wir uns einige ganz besondere Folgen aus der Vergangenheit ausgesucht, die wir Ihnen noch einmal zeigen möchten. Seien Sie also jetzt wieder mit uns auf Schleichwegen unterwegs. Ja, wir sind heute wieder einmal in Kirchberg an der Raab, im Ried oder an der Stelle Urlass. Hier gibt es Hügelgräber, hier gibt es unterirdische Gänge. Herbert Simon, du warst da intensiv dabei, wie das Ganze freigelegt worden ist, wie man das entdeckt hat, wann war das und jetzt habt ihr überhaupt einen Eingang gefestigt, betoniert. Ja genau, also wir haben im März 2012 haben wir diesen Eingang entdeckt, gemeinsam mit dem Dr. Georg Tiefengraber. In Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt und wir haben uns dann entschlossen, da einen Schaustollen zu machen und haben im Oktober letzten Jahr begonnen zu bauen. Und heute sind wir mit Kindern da unterwegs, das ist eine Initiative des Kirchberger Landls, glaube ich, des Vereines. Ländchens, ja. Ja, Ländchens. Genau, das ist im Zuge des Kindervitalprogramms, was von der Gemeinde gestaltet wird und wo wir gesagt haben, wir arbeiten damit einfach. Ja. Und wie viele Gänge gibt es jetzt rund um Kirchberg, wo man schon weiß, dass er Gang drin ist? Also wissen tun wir da allein vom Urlass 7 Gänge bisher. In 3 davon waren wir drinnen. Und ja, wir suchen natürlich weiter noch, weil es soll ein Gang bis zum Schloss hinaufführen, da vom Urlass. Das besagen ja die alten Sagen auch, genau, dass da ein Gang raus. Das müsste ein Fluchtgang sein, der über 1 Kilometer lang ist und im Schloss mündet. Ja, dann sparen wir die Kinder nicht weiter auf die Folter, sondern gehen wir mal rein. Schauen wir uns mal an. Ja. Okay. Professor Dr. Johann Köldorfer, du bist der Obmann von diesem Verein in Kirchberg. Im historischen Verein. Ja, historischen Verein. Wir sind jetzt da im Urlassgang. Weiß man, wann der angelegt worden ist? Was weiß man überhaupt drüber? Der Gang ist ein Schottergang. In dem wir jetzt sehen, der ist um 1870, 1880 von einem Bauern namens Peter Wunderl als Schottergang angelegt worden. Im Winter haben die Bauern nicht so viel Arbeit gehabt wie sonst im Jahr und haben sie entweder Schnaps brennt oder Schotter abgehoben für das ganze Jahr. Und das war so ein klassischer Schottergang, in dem wir jetzt sind. An sich sind die Berichte von Sagen, also die Berichte von Gängern,
im Kirchberger Ländchen sehr, sehr viel älter. Selbst die Pfarrchronik, die 1806 beginnt, schreibt damals schon von uralten Gängen aus längst vergangener Zeit. Und wenn wir da dann weiter hinten hinkommen, werden wir sehen, vermutlich wurde dieser Schottergang aufgegeben, weil sie weiter hinten in einen tiefer liegenden, älteren Gang eingebrochen sind. Ja, da dieser ältere Gang, der führte wahrscheinlich zum Schloss rauf, wie du schon vorher erwähnt hast. Und wie die Alten sagen, ja davon berichten, dass eben von da bis zum Schloss eine Verbindung war. Wie lang war das ungefähr? Wenn er einigermaßen gerade hinaufgehen würde, was man nicht sagen kann, weil der geht krumm und schief sehr oft, circa einen Kilometer. So Kinder, jetzt gehen wir weiter bei dem Gang. Da sind auch Seitengänge graben worden. Weißt du ungefähr, für was hat man den Schotter verwendet? Das war Schotter, um zu bauen. Wenn man vielleicht in diesen Seitengang kurz hineinschauen kann, Kinder, ja, schaut euch das an. Ne? Da gibt es im Abstand von einem Meter oder ein bisschen mehr so Lichtnischen. Die sind eindeutig weisen darauf hin, dass die das als Beleuchtung benutzt haben. Sie haben natürlich keine Kerzen gehabt früher, sondern da waren Kienspäne drinnen, die es in so einen Lehmknödel hineingesteckt haben. Es war viel finsterer, es war sehr schwierig da zu arbeiten und da zu graben. Und selbst wenn das Licht ausgegangen ist, hat man die noch als Griffnischen benutzen können. Man hat immer anhand dieser Nischen hinausgefunden. Hat man in diesen ganzen Gangsystemen irgendwas gefunden, irgendwelche Hinweise, wie schaut das aus? 140 in der Steiermark sind ganz wenige Funde gemacht worden in den Gängen. Da befinden wir uns in bester Gesellschaft. Es sind bei uns auch keine Funde in dem Sinn vorgekommen, dass wir Schaufelreste oder sowas gefunden hätten, das nicht. Aber wir haben hier einen Bodenfund. Wenn man sich das anschaut, man sieht hier eindeutig, dass ein tiefer liegender Gang diesen Schottergang quert. Wir haben auch bereits begonnen, diesen freizulegen und vermutlich ist deshalb an dieser Stelle auch aufgehört worden zu graben. Und das dürfte der Gang sein, der vermutlich in das Schloss nach Kirchberg führt. Also da dürften es einbrochen sein, ja, wahrscheinlich beim Graben, gell? Und daher haben sie da aufgehört. Und wie schaut das jetzt in Zukunft aus? Wird das jetzt aufgraben? Oder? Wir wollen das in den nächsten Jahren freilegen und weiter beforschen, wohin der Gang überhaupt geht. Jedenfalls scheint der von der Form und von der Lage her ein älteres Gangsystem zu sein, als der Gang, in dem wir jetzt momentan stehen. So, wir schauen uns jetzt diese interessante Stelle an, wo über uns sind überhaupt die Hügelgräber, glaube ich, gell? Ja, wir sind da unterhalb des Urlerswaldes. Der Name stammt schon aus der karolingischen Zeit. Der ist deshalb interessant und auch denkmalgeschützt, weil hier keltische Hügelgräber sind, die römisch überbaut wurden. Und was haben wir dann jetzt da? Wenn wir da drinnen sind, da müssen wir jetzt durchgehen. Da müssen wir rein, ja. Ja, dann gehen wir da mal rein. So, wir sind jetzt in dieser bewussten Stelle ober uns. Was ist da ober uns jetzt? 3 bis 5 Meter ober uns befindet sich ein keltisches Hügelgrab, das römisch überbaut wurde in späterer Folge. Und es ist vermutlich der einzige Ort in Österreich, an dem man unter ein Hügelgrab gehen kann. Und wieso habt ihr da solche Löcher drinnen? Das sind Tierbauten. Aha, das sind Tierbauten und die tragen auch zur guten Luft herinnen bei. Das dürften Dachse sein wahrscheinlich. Dachse, Füchse. Es ist ja wie Beton, da musst du ganz schön graben. Das ist das ausgraben. Es ist fast unmöglich, in den Nagel hineinzuschlagen. Ja.
Ja, heute ist überhaupt eine Besonderheit da. Es ist alles bunt beleuchtet. Das hat unser Kameramann, der Günther Duscher, gemacht. Ja, ja. Und wieso habt ihr das so beleuchten lassen? Das war eigentlich seine kreative Idee und dafür sind wir mal sehr dankbar. Ohne ihn wäre das nie so schön geworden. Der hat das Potenzial erkannt, was da an Bildern in der Höhle liegt. Kann es eigentlich sein, dass auch Sie schon ein bisschen in Urlaubsstimmung sind? Ganz ehrlich, auch wir von VulkanTV freuen uns schon auf eine kurze Auszeit und nutzen die heißen Sommertage für eine Pause. Wir sind dann ab Mittwoch, dem 5. August, wieder mit einer neuen Ausgabe und spannenden Themen für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine sonnige Zeit und sagen auf Wiedersehen.